Hallo Guys und herzlich willkommen zurück zu Die Sims brechen aus Hype. Der letzte Patch ist leider etwas kaputt gegangen. Ich habe keine Ahnung, woran es lag. Ich habe mit den genau gleichen Voraussetzungen nochmal Final Fantasy 7 aufgenommen und alles lief gut. Also kein Plan, ich glaube, es war einfach so ein Technikfurz. Tut mir furchtbar leid, Leute. Ich kann das leider nicht wieder vernünftig machen, weil mir das Safe-Set kaputt gegangen ist ein bisschen. Aber, also einer von den paar. Aber ja. Egal. Wo ist unser Bike? Ich habe keine Ahnung. Was ist eigentlich letztes Mal passiert? Wir haben auf jeden Fall ein bisschen das hier gemacht. Werde paranormal. Nämlich sollen wir jetzt noch ein Rätsel lösen, also mit diesen Typen reden. Und dann haben wir noch das mit der Band gehabt. Darum kümmere ich mich direkt im Nachhinein. Und hier können wir irgendwie nicht mehr rein, okay? Gucken wir uns auf jeden Fall mal kurz die Karte an und gucken, wo das Bike ist. Das Bike sollte irgendwo da oben sein, okay? Na dann suchen wir das Bike doch mal, Guys. Ja, es ist doch etwas früh. Ich bin auch etwas, ja, schlaftrunken. Also tut mir leid, wenn ich ein bisschen sehr ruhig bin, aber das wird doch schon passen, Guys. Also auch alles cool. Oder wir vergessen das Bike und gehen direkt zu Gruselvilla. Obwohl, ich glaube nicht, dass der schon dort ist. Also ihr wisst schon, der Geist-Typ. Deshalb, scheiß drauf. Wir kümmern uns erstmal um unsere Aufnahme in die Band. Boah, Alter, erstmal die Worte finden. Ne, ich bin da definitiv falsch. Ich möchte nämlich kurz zu. Ich dachte kurz, da wär mein Bike. Ich will nämlich kurz zu. Der Sporthalle. Aber vor allem will ich auch mein Bike wieder haben. War das hier? Leck mich fett. Ne, jetzt bin ich angeblich irgendwo dort am anderen Ende der Welt. Ja, leck mich doch. Bam, bam, bam. Hier sollte das Bike doch eigentlich irgendwo rumhängen. Da, laut der Karte. Laut der Karo. Aber scheint nicht der Fall zu sein. Okay, cool. Fuck, ich muss das Bike irgendwie wiederfinden. So klar, dass ich das wieder verliere. Egal, hier kommen wir nicht mehr rein, ne? Ne. Erst in 10 Stunden. Ist ja nichts. Was wollte ich denn jetzt? Ach ja, richtig, zur Sporthalle. Und dort ein bisschen an dem Spiegel unser Charisma verstärken. Denn wir brauchen ein bisschen Charisma. Die Kreativität haben wir ja genug. Also ich zeige euch gerne mal die Ziele nochmal. Wir wollen ja mindestens 3 Kreativität und 2 Charisma. Wir brauchen doch noch ein Charisma, dann haben wir das erfüllt. Da müssen wir Popularität bekommen, also die ganze Zeit mit Sims reden, das kriegen wir noch hin. Coole Gitarre holen, kein Plan, wo die ist. Und den Bandleader beeindrucken. Der Bandleader war, glaube ich, irgendwas mit cool. Also im Namen natürlich cool. Clara Clever könnte es auch gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr. Scheiße. Vera ist Familiensängerin der Band von Sim Valley. Aber sucht noch Musiker in ihrer Band. Ja, das ist sie wohl. Aber Vera? Ich dachte, sie heißt Clara Clever, Decker. Was los? Ja, okay. Gehen wir zu Vera, Clara Clever, Decker. Später. Aber gehen wir zuallererst mal zur Sporthalle. Und Alter, wo ist mein Bike? Egal, ich habe jetzt keinen Bock danach zu suchen. Ne, gehen wir einfach zu Fuß. Auch ein bisschen gesünder, ne, Leute. Jetzt, wo wir sowieso gerade in der Sporthalle sind, können wir auch ein bisschen sich uns um unsere Gesundheit kümmern. Bewundern. Okay. Das spule ich natürlich wieder vor, weil das dauert super 30.000 Jahre. Bam, wir wollen ja auch eine Part auf was anderes machen. Yeah. Ja, Leute, ich hoffe, ihr habt kein Problem damit, wenn ich ein bisschen vorspule, aber ich denke nicht, dass ihr auch dort die ganze Zeit warten wollt, bis der Shit fertig ist, weil das ist irgendwie ein bisschen sehr eklig. Ja, wir wollen Clara Clever finden. Dann rufen wir sie mal am besten einfach an. Kommen wir eigentlich noch in unser altes Haus rein? Frage ich mich. Nee, da kommen wir gar nicht mehr rein. Okay. Wir können auch erstmal versuchen, unser Bike wiederzufinden. Wie wär's damit? Das regt mich nämlich gerade richtig auf, dass ich das jetzt nicht hab. Graf, was geht ab, Boy? Wo krieg ich die Gitarre her? Kein Plan, Dicker, okay. Wir können uns ja ein bisschen mit dem beeinfreunden. Mal von dem Zirkus, dass ich für den Riesen hält. Auch mein Hirn zieht bei mir ein. Einmal drücken! Aha, ist ja süß. Junge! Skiolo hält sich für einen Künstler, wow! Okay, reden wir mal ein bisschen mit dem Bad Boy. Ich liebe Leute, die in der Zukunft lesen, okay. Kann ich dir helfen, Solly? Na gut, ich glaube, Tom Tellerbruch wollte das Bild. Bring ich so bitte rüber. Tom Tellerbruch, wer war denn das, Alter? Ich bin fit genug, um im Weltall zu leben. Toll. Ja, okay. Gehen wir wieder. Susu. Tom Tellerrand, ey. Was ist das für ein Name? Anrufen.
Freud anrufen. Tom, 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 Tom. Tom Tellerbruch. Hallo, hier ist der Hafensnack. Okay, los geht's. Können wir uns ein bisschen Geld machen? Und ein paar Freunde. Vielleicht können wir uns ja auch mit Tom Tellerbruch anfreunden. Wir müssen uns sowieso mit allen anfreunden, die wir so finden. Deshalb, ja. Und ich habe keinen Plan, wo ich das Bike gelassen habe, Alter. Ich kann auch nicht im Part nachgucken, weil. Der Car. Der ist ja kaputt gegangen. So eine Scheiße. Die Hälfte ist einfach weg. Oh, da hat jemand was für uns. Was stimmt nicht, Cleo? Oh, hi, Plums. Ich habe ein Riesenproblem. Ich würde dich ja um Hilfe bitten. Aber du siehst nicht aus, als könntest du gut mit Geld umgehen, stimmt's? Geld ausgeben kann ich. Echt? Vielleicht kannst du mir wirklich helfen. Also, ich weiß nicht, ob ich mein Geld der Fernsehshow Wer wird Pizzachef spenden soll, die drüben gedreht wird, oder das ganze Restaurant kaufen soll. Spende das Geld, bis die Show ein Erfolg ist. Ich hasse es, auf Nummer sicher zu gehen. Wo bleibt da der Nervenkitzel? Du solltest mal mehr über mehr Risiko eingehen. Da macht das Leben mehr Spaß. Bisschen heftig, oder? Halb so wild, sie nehmen halt nicht jeden. Was? Du musst dich schon mit Chefkoch anfreunden und dann musst du deine Kochkünste optimieren. Pizza ausfahren, Sponsoren finden und mir 2500 Simoleons zahlen. Erst dann kannst du dich melden. Das krieg ich hin. Klar, aber bevor ich da einen Check ausstelle, muss ich wissen, ob alles legal ist und ob du mir hilfst. Also hau rein. Sorry, ich habe die 2500 noch nicht. Du hast die Zeit, Mann. Okay. Cool, haben wir noch ein anderes Dingens. Und irgendwie ist der Chefkoch Trottelli nicht hier. Wo ist denn der Junge hin? Ich kann von Glück reden, dass wir ihn schon mal gefunden haben. Wir haben auf jeden Fall einiges zu tun. Definitiv, Guys. Tom Tellerbruch. Ich ist im Hafensack. Alter, ist das nicht der Hafensack, du Affe? Für eine Scheiße, der labert, ne? Ah, da ist der nach 30 Jahren. Faggot. Nur kein Plan. Ja, ich hab was für dich. Ein schönes Bild. Turbo 240 Simoleons für dich. Okay. Richtige Gitarre, ja, kein Plan. Jeden Tag esse ich etwas anderes. Essen ist schön. Ja, das ist toll. Ich halte 20 hier bei einer Minute. Tom weiß nicht, warum du prallst. Möchtest du ihn beeindrucken? Ja. Du hast ein Restaurant in SimCity eröffnen. Danke, Kind. Vielen Dank. Kein Trinkgeld. So. Kein Plan. Was kommt, wenn jemand anders ein Toast kreuzt? Aha, ist aber ein lustiger Witz. Tom, noch ein Bieter. Ich muss aufs Klo. Aha, wie lustig. Oh. Ich muss pissen. Was sagt es hier in der Nähe ein Klo? Graal. Das ist Maximus Gier. Maximus Gier ist ein süßer Boy. Alter, wo ist mein Bike hin? Ehrlich. Oh, ups. Ich würde eigentlich hier noch ein bisschen länger auf dem Klo bleiben. Oh, mal überlegen, was habe ich der letzte Part nochmal gemacht? Ich war beim Dingens, dem Spukhaus, glaube ich. Und dort habe ich diese Scheiße gemacht, dann habe ich Logik trainiert und dann... Alter, ich habe keine Ahnung mehr. Leck mich. Naja, laufen wir einfach ein bisschen durch. Die Karte hilft uns ja wirklich einen Scheiß. So wie die angeordnet ist. Nur das ist irgendwo da. Dol. In der Villa am Meer oder am Krankenhaus. Und ich war bei beiden Orten. Vielleicht gehe ich mal lieber zum Krankenhaus nochmal und laufe da ein bisschen rum. Das sieht nämlich aus, als wäre es mehr am Krankenhaus. Gehe ich denn überhaupt richtig? Ich denke schon, ich hoffe es doch. Wir werden sehen. Wenigstens ist die Musik sehr angenehm in dem Spiel. Das ist ja ganz cool. Und wir haben ja Zeit, Guys. Wir haben ja Zeit. Alles cool. Hier sollte ich ein bisschen rumlaufen. Hier ist angeblich das Bike irgendwo. Was aber nicht der Fall ist. Cool. Wir sind zwar am Arsch. Wo ist das Bike hin? Ach ja, richtig. Ich sollte mal vielleicht meine Quests gucken. Mach beim Pizzakochwettbewerb mit den Kochern-Freunden und zeig deinen Köln-Kochen noch Level 5. Okay.
Zahl den Show-Eintritt 2500. Ich erinnere mich. Gut. Da müssen wir wieder Geld farmen. Super. Ja, scheiß drauf. Lass uns einfach ein bisschen kochen hier lernen. Etwas über den Körper lernen. Kreativität lernen. Kreativität lernen. Kreativität lernen. Ich glaube, kochen wir oben, oder? Logik. Logik. Logik, Alter. Kochen! Warm! Hau rein, Dicker, hau rein! Das macht den Spaß zu lernen. Was für ein Faggot. Oh. Kochen lernen. Komm schon, Boy! Wir spammen es jetzt einfach durch. Alles cool. Ich weiß gar nicht, wie viele Level wir haben. Ich glaube, jetzt ist das Level 3, oder? Kochen. Ja, Level 3. Wir brauchen noch 2 Level. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt noch schaffen können. Weil wir sind schon ganz schön amarisch. Aber ich versuch's einfach mal. Obwohl, ich mache nur noch diesen Punkt. Dann bereite ich mich ein bisschen vor. Und dann gehen wir zu Geister wieder. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Hier gibt es ein cooles Online-Feature, aber das ist mir ziemlich egal. Ja, wir haben sowieso ziemlich Heimweh. Ich glaube, extra noch den langen Weg, super. Da ist es toll, Leute. Oh. Ja, Junge, jetzt geht doch mal weiter einfach. Kein Plan, wo mein Bike ist, Guys. Vielleicht ja hier irgendwo in dieser Map. Ich glaube, das wäre sinnvoll, wenn das hier irgendwo wäre. Wir können uns erstmal nachts. Ah, entschuldige, ich sollte ja nur bei den ganzen Shit, der anderen Shit vorspulen. Dann stellen wir uns hier so ein bisschen hin. Ja, noch ein bisschen. Und dann gucken wir mal, ob der Geist noch da ist. Ich hoffe schon. Ich weiß, dass der Mitternacht irgendwann rumhängt, aber ich weiß nicht für wie lange. Hier war doch ein Gulli, ne? Ja. Okay, jetzt müssen wir nur noch den Weg zu Geistervilla wiederfinden. Es war irgendwo unten links, das weiß ich noch. Hier vielleicht? Nee. Das hat mich irgendwie so ein bisschen an den Sumpf aus The Herbs. Falls ihr euch erinnert. Da gab es ja auch so einen Sumpf, der war auch, der war auch irgendwie so abgehoben. Hier, dieser Ort ist ja ganz anders als die Stadt jetzt. Und der Sumpf war natürlich auch ganz anders als Dingens, die Stadt. Ja. Ich bin ein bisschen brain AFK, glaube ich. Aber egal. Hey, ein Mäuschen. Das Mäuschen nehmen wir mit, Dicker. Hier vielleicht? Ja, exactly. Okay, ich hoffe, der ist noch da. Hallo? Hallo? Geist? Where are you? Ja, irgendwie ist er hier nicht mehr. Scheiße, ich glaube, ich habe ihn verpasst. Naja, es ist ja auch schon recht früh, ne? Wir haben ja schon 5 Uhr. Okay, gehen wir erstmal zurück und pimpen unsere Bedürfnisse auf. Dann suchen wir nach unserem Bike und dann gucken wir mal weiter. Und das nächste Mal, wenn Mitternacht ist, sind wir dann hoffentlich wieder hier. Wie ging es denn nochmal zurück? Ach, ich gehe einfach irgendwo raus und dann gehe ich einfach zu Fuß. Wo sind wir? Hier irgendwo am Arsch der Welt, super. Okay, egal. Die funky Musik geht wenigstens gleich wieder an. Da ist er froh, die war mein Herz. Ja, ja, lecker, schmecker, wird sich gut. Habt ihr übrigens überhaupt Probleme auf öffentliche Toiletten zu gehen? Ich selbst ist mir eigentlich ziemlich egal, solange die öffentlichen Toiletten sauber sind. Ich habe sehr, dass sie dreckig sind, dann ist das schon ganz schön ekelhaft. Ich versuche dann lieber doch woanders hinzugehen. Keine Ahnung. Bestenfalls natürlich nach Hause. Aber ich schaue mich da jetzt nicht so sehr auf eine öffentliche Toilette zu gehen. Ich meine, Klo ist Klo. Kommt schon, Guys. Was los, Decker? Dude. Okay, satt sind wir. Ich glaube, wir schlafen noch ein bisschen. Also einfach nur für Komfort. Für unser Komfortbedürfnis und dann gehen wir aufs Klo und dann können wir duschen und dann gucken wir mal weiter. Und dann trinke ich erstmal eine Weile. Na, schlafen wir noch ein bisschen. Nicht, weil wir müde sind, sondern weil wir... Weil, ja, dieses Komfortbedürfnis halt am Arsch ist. Okay, jetzt ist gut. Okay, dann gehen wir kurz auf die Toilette. Gehen wir mal kurz duschen und dann gucken wir mal weiter. Bam. Und dann können wir ja eigentlich Clara Clever suchen. Auch mit der ein bisschen rumhängen. Nein, nein, zuerst suchen wir unser Bike. Zuerst suchen wir unser Bike. Das ist überlebenswichtig, Guys. Das ist wichtig in der Welt des Minecraftens.
Okay, gucken wir mal. Ich würde es wahrscheinlich hier irgendwo parken. Nope. Oder vielleicht hier irgendwo? Nope. Da vielleicht irgendwo? Nee, das bezweifle ich, dass ich das dorthin tun würde. Wo ist mein Bike, Decker? Ich habe keinen Plan. Hier vielleicht vorne irgendwo? Leck mich doch fett. Ich habe keinen Plan. Hey, warte! Ja, yeah, da ist es ja! Woo! Okay, nice. Cool, suchen wir Clara Clever. Ich frage mich, was die gerade macht. Yay, yeah, wir haben unser Bike wieder gefunden, guys. Hype! Der kaputte Part ist wie so ein... Keine Ahnung. Wie als hätten wir richtig viel Alk getrunken. Wie ein Kater halt. Also wir erinnern uns dann nicht mehr, was passiert. Wir müssen erstmal unseren Kram zusammensuchen. Clara Clever. Oh, ich bin beim Glockenturm ziemlich lang, Decker. Cool. Yo, der Typ will ja auch was. Hey. Gibt's hier eine Ausstellung? In diesem Nest, du machst wohl Witze. Ich versuche seit Jahren, den Bürgermeister zu überreden, eine Galerie zu eröffnen. Aber er meinte, andere Projekte sind lukrativer. Immerhin könnte er Künstler fördern. Das wäre ein Anfang. Was für Künstler denn? Ich bin überzeugt, dass wir in Sim Valley jede Menge künstlerische Talente haben, aber wie sollen wir das herausfinden? Wo sollen diese Talente gezeigt werden? Der Bürgermeister muss meine Ideen einfach unterstützen. Man könnte es als Touristenprojekt angeben. Die Künstler zeigen die Schönheit der Gegend, das wäre gut. An welche Gegend hättest du denn gedacht? Hier gibt es so viele schöne Ecken, Alter, den Strand, die Farm deines Opas, aber ich denke, besonders in der Gegend ein Labyrinth. Ich versuch's, sobald ich dort bin. Es ist gut versteckt, also Augen auf. Und wenn du das Meisterwerk fertig hast, zeig es mir. Damit kannst du den Bürgermeister überstimmen. Okay, mal sehen. Male den Liebhaberabgang. Male eine Seelandschaft. Verkauf dein Bild an Gigo. Okay, fuck off, Gigo. Wir fahren erstmal weiter und gehen zu Clara Clever. Die ist cool. Ah, zuerst nehme ich natürlich jeden Müll mit, den ich finden kann. Der Müll bringt Geld, Kinder. Müll bringt Geld, ob man es glaubt oder nicht. Und mutierte Mäuschen bringen auch Geld. Ich war letztens unterwegs in der Hood und es war ziemlich spät abends, nachts. Ich laufe auf jeden Fall lang und auf einmal sehe ich so eine kleine Maus einfach so auf dem Weg. Und ich denke mir so, Decker, pass doch auf, Aslak. Und das Vieh rennt einfach auf die Straße und rennt so rum. Ich habe mich erstmal ein bisschen erschreckt, weil die sich so rückartig bewegt hat. Aber Alter, war das ein süßes Vieh. Und das ist wahrscheinlich jetzt tot. Das ist echt uncool. Ich bin Musiker. Aha, kann ja jeder sagen. Kannst du überhaupt ein Instrument spielen? Ich singe und tanze. Wie originell. Sorry, ich muss gehen. Also, wir spielen nur harte Rock'n'Roll. Wenn du eine Gitarre hast, kannst du eine Session mit uns spielen. Aber das muss geklärt sein, bevor ich dir sage, wo wir spielen. Ich spiele wie ein Gott. Mach halblang, Junge, wir spielen nur harten Rock'n'Roll. Aber wenn du eine Gitarre hast, können wir das ja schön. Wo krieg ich die Gitarre her? Kein Plan. Boah, ist die Scheiße. Kuscheln, Clara. Okay. Wir reden mal ein bisschen mit der. Deine größten Fans sind Männer über 55. Hey, ich will nett zu der sein. Harte Schale war ich ja gern. Auf deinen Schädel spiele ich ein Schlagzeug-Solo. Toll. Ich schreie wie eine Hyäne. Bist du auf dem Sarkasmus-Trip? Was sagt die Gitarrenseite zum Daumen? Was für ein mega krasser Witz. Stadtsab, Trump, sorry. Du bist von Schuld zerfressen, dass du dich so benimmst. Paul Brüder, färbt dich das Haar? Interessiert dich das Leben anderer Nobodies wirklich so? Oh. Du singst wie ein Engel! Kein Date mit Schlagzeugern oder was bist du? Wow. Mein Verstärker ist frisiert. Ich bin ein Nachtmensch. Ich bin glücklicher als damals, als ich die Bühne unter Strom, als die Bühne unter Strom stand.
Mist, ich möchte gern segeln. Das sind andere Leute Angelegenheiten, nicht meine. Ich würde wirklich gern mal segeln in Real Life. Ich mach eine Zeit auf. Das gefällt mir. Do it yourself ist mein Ding. Irgendwie ist es, glaube ich, richtig schwer, sich mit der anzufreunden. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für heute. Und ich hoffe, ihr habt noch weiterhin einen schönen Tag. Bis dann, Leute. Ciao.